Hi und herzlich willkommen bei der ersten Frühlingsdurchsicht beim Bienenstand Aue Süd. Ihr seht, ich habe da ein paar Völker vor mir, alles schon hingelegt und vorbereitet. Und das erste, wie immer, muss man den Smoker anfeuern. Da nehmen wir schon so ein benutztes Taschentuch, weil so benutzt ist es heute nicht. Ist aber auch okay. Immer noch besser als Zeitungen oder Grillanzünder oder sonstiges Zeug, was man da so reinpacken könnte. Wir wollen ja nicht irgendwelche Leimstoffe ins Bienenvolk pumpen und schon gar nicht irgendwelche Farbe mit Metallen eventuell, die das Bienenvolk kontaminieren. Deswegen Taschentuch nehmen, verbrennt am schnellsten. Als Alternative zum Taschentuch fällt mir nur der Bunsenbrenner ein. Und den Bunsenbrenner habe ich deswegen nicht genommen, weil ich einfach sage, hey, die Taschentücher benutze ich so. Und wenn sie benutzt sind, dann landen die eben im Smoker. So habe ich die geringste Materialverschwendung. Und ich brauche auch nicht zusätzlich noch einen Bunsenbrenner mitführen. Wie immer kommt etwas nasses und frisches Gras hier oben in die Smokerkappe. Das dient zur Kühlung des Smokers. Und die Füllung sind wie immer Hanfspäne, weil die einfach am allerschönsten abbrennen. Die Stockkarten habe ich jetzt schon mal alle geputzt, damit es fürs Video jetzt nicht so lang dauert. Also wir haben immer die alte Jahreskarte von 2021. Die nehme ich immer als Referenzwert für das jetzige Jahr. Und ihr seht, hier habe ich schon alles beschriftet. Die relevanten Daten habe ich übernommen. Und jetzt geht es eben los mit der Beurteilung der Bienenvölker. Das erste, was wir jetzt machen, die Bienenvölker durchchecken. Haben sie genügend Futter? Ist die Königin aktiv? Muss ich eventuell Waben austauschen? Zum Beispiel verschimmelte Waben, Altwaben etc. Und dann wird natürlich auch das Bienenvolk einfach mal richtig durchgeputzt. Weil für einen Putzvorgang haben wir eigentlich nur einmal im Jahr Zeit. Und das ist jetzt im Frühling. Wenn man es jetzt nicht macht, wird es in der Saison schwierig. Wir sehen, die Königin ist schon hochgegangen. Ich sehe hier nämlich auf einen Schlag eine Brutwabe, zweite Brutwabe, dritte Brutwabe, vierte Brutwabe. Möglicherweise ist die auch schon angefangen. Also möglicherweise sind hier auch schon Eier und Larven drin. Das kann ich jetzt aber hier nicht sehen, weil man sieht ja nur verdeckelte Kappen, wo ich schlussfolgern kann, da ist Brut. Und Eier kann ich eben von der Seite nicht sehen, da muss ich reingucken. Aber ja, Schlussfolgerung liegt nahe, dass hier auch schon Brut drauf ist. Und was mich auch natürlich jetzt macht, Absperrgitter reinlegen, weil für mein Homehive-System ist es tatsächlich zwingend erforderlich, dass wir in der Saison mit einem Absperrgitter arbeiten, sonst geht die Königin euch hoch in Honigraum und dann funktioniert mein System nicht mehr. Die Seiten werden jetzt auch richtig abgeschliffen hier, dass da nachher nichts drauf klebt. Was auch noch so ein Zwischenschritt ist, das mache ich aber nicht mit einer Volkskontrolle, das mache ich mal, wenn ich so sehe, hier Gartenarbeiten mache, komme ich mit der Wasserwaage zu jedem Bienenvolk und dann wird nochmal der Stein richtig justiert, weil wir wollen ja, dass die Bienen ganz gerade stehen, sonst bauen sie nämlich für uns gesehen krumme Waben. Die Biene baut nämlich, was Naturwaben angeht, ziemlich genau nach unten und wenn die Kiste schräg steht, bauen sie trotzdem nach unten. Und wenn ich dann das Rähmchen ziehe, dann habe ich eine krumme Wabe drin. Das ist eher gar nicht so das Bienenproblem, sondern ein Imkerproblem. Und ein bis zweimal im Jahr gehe ich mit der Wasserwaage an meine Steinchen hin. Also hier zum Beispiel. Und dann wird einfach geguckt, hier steht das Bienenvolk und zur Not muss man es kurz anlüpfen und unter den Stein was drunter basteln, damit es wieder gerade steht. Ja, leere Rähmchen werden eigentlich nur kurz bearbeitet. Und zwar sind die Backen da relevant. Das da hier kann weg. Und wenn die Wabe eben verschimmelt ist, fliegt sie ganz raus. Mit dem ging es jetzt hier noch. Wunderbar. Und okay, ich bin eigentlich der Fan, immer von zwei, drei Waben gleich rausnehmen. Bin jetzt aber auch zu faul, einen Wabenständer zu holen vom Auto. Das kriegen wir auch so hin. Wobei besser ist natürlich definitiv, wenn man da ein paar Waben rausnimmt. Das würde ich sagen, machen wir jetzt auch hier mit der Wabe mal schnell.
einfach nur fürs Arbeitsplatzes wegen. Erstmal hier hin. Wenn wir Glück haben, ist die Königin jetzt in der Sekunde sowieso unten, dann spare ich mir oben das Gesuche. Das wäre mir auch schon fast am liebsten, aber man kann sich eben die Lieblingspunkte in der Imkerei nicht immer aussuchen, weil die Tiere machen ja das, was sie wollen und nicht unbedingt das, was der Imker will. Lenken kann man sie trotzdem. So, schönes Brutnest. Tolle Wabe, ganz viele Jungbienen drauf. Auf das wird jetzt auch geachtet, auf das Brutnest, damit es schön geschlossen ist. Lücken drin oder diese kleinen Pünktchen hier in der Mitte könnten immer auf Verrohrprobleme hinweisen. Da muss man genauer gucken. Deswegen darf die Pinzette in der Imkerei nicht fehlen. Und was Thema Wabenhygiene angeht, also hier das untere Teil hat sich so gebogen. Das liegt an Thema Luftfeuchtigkeit. Solche Altwaben, die ziehen einfach die Luftfeuchtigkeit aus dem Volk im Winter raus und dadurch stellen die sich teilweise schräg. Und da kann man aber mit dem Messer relativ fix eine Heilung wieder reinbringen ins Volk. Das hebe ich nachher auf. Und mehr tue ich jetzt erstmal nicht. Dass so eine Wabe rausfliegt, ist klar, weil die ist schon sehr alt und ich will eben hier immer schön gelbe und helle Waben drin haben für die Bienen, weil es gesünder ist. Aber das kann ich noch zum späteren Zeitpunkt machen. Und zum Thema diese Lücken, was ich da vorhin meinte. Also das da hier ist jetzt eine Zelle, die wird einfach nur zugemacht von Bienen. Aber stellt euch Varroa-Probleme genauso vor. Also wenn da überall zwischendrin in der Brut diese Lücken wären, dann heißt es, dass die Biene da schon mal genagt hat. Hier zum Beispiel hat die Biene ganz offensichtlich genagt und eine andere Biene hat sie zugemacht. Und wenn man seine Völker jetzt auf Gesundheit testen möchte, dann muss man halt ab und zu mal diese Puppen rausholen. Und Varroa würdet ihr dann tatsächlich auch hier entweder auf der Puppe sehen oder Varroa-Kot, der verbleibt in der Zelle drin. Das sind so kleine weiße Pünktchen. Wer sich auskennt damit, der sieht es relativ schnell. Wenn man es noch nie gesehen hat, kann man vielleicht im Internet da so ein paar Aufnahmen finden, die sehr genau in so eine Zelle reinleuchten. Und vielleicht noch an so einem roten Pfeil dran, dass man auch sieht, okay, das ist Varroa-Kot, weil nicht zu verwechseln mit dem Häutchen, wo die Larve hinterlässt. Okay. Ich darf die Waben heute nicht so oft, nicht so lange in die Luft halten, weil wir hier relativ kalt haben noch. Bin allerdings schon im Zeitverzug und muss jetzt die Bienen durchgucken, sonst komme ich in andere Probleme rein. Ich gucke mir die jungen Bienen immer ganz genau an. Das sind die, wo pelziger sind. Zum Beispiel hier ist der Unterschied. Das ist eine Jungbiene, das ist eine Altbiene. Ich werde auch nochmal Videos dazu drehen, speziell Jungbienen, Altbienen zu erkennen, weil das ist ganz wichtig. Meine Aufgabe ist jetzt tatsächlich, die Altbienen interessieren mich nicht so arg. Ich gucke auf die Jungbienen. Die müssen alle voll funktionsfähig sein und in ausreichender Größe vorhanden sein. Dann kann ich auch schlussfolgern, dass es meinem Bienenvolk gut geht. Nochmal eine sehr schöne Wabe, also mit der kann man auch nochmal ein Jahr lang im Brutraum arbeiten, das ist okay. Wird dann im Spätjahr irgendwann rausgenommen. Und diese Fisselarbeiten, wo ihr jetzt halt seht, wo doch eine Menge Zeit kosten, das mache ich wirklich nur einmal im Jahr. Ja, also Kiste kratzen ist wirklich nur Frühlingsarbeit. Und im Sommer hat man da ganz andere Sachen zu tun. Die Wabe wird auf jeden Fall bald rausfliegen und zwar in der Schwarmzeit. Da mache ich nämlich bei vielen Völkern eine kleine Brutentnahme, um Schwarmtrieb zu drosseln. Und dann kann ich gleichzeitig solche Waben hier einfach komplett aus dem System rausnehmen, weil in der Saison ist es einfach unklug, damit zu arbeiten. Es ist zwar Natur und die Biene hat so gemacht, wie sie es will, ist aber für mich als Imker und als Lenker des Bienenvölkers nicht so toll, weil ich möchte später Drohnenbrut schneiden, um Varroa-Druck rauszunehmen. Da komme ich dazu noch in anderen Videos. Das heißt, die Wabe wird früher oder später definitiv das Bienenvolk verlassen und da warte ich jetzt nur noch, bis die Bienen Schwarmzeit haben, dann kann man das dem auch rausnehmen, ohne Schaden anzurichten. Jetzt in der Sekunde wäre es unklug, weil da ganz viel Bienenbrut hängt und schneiden kann ich nicht. Schneiden könnte ich nur, wenn die Drohnen da unten sind, wie hier zum Beispiel. Da sind aber noch keine Larven und Eier drin. Und
Auch wird dieses Stück hier abgeschnitten, weil es eine Altwabe ist und die Bienen sollen das schön und neu machen. Wenn ihr schneiden tut, bitte darauf achten, dass euer Messer immer im 90 Grad Winkel lang läuft. Für die Bienen ist es unklug, wenn man so einen Schnitt macht. Da haben die Bienen, also sie können es reparieren, aber das ist eben, ja, wie bei euch, man kann viel machen, aber ne, man will es ja auch richtig machen. Die Bienen können viele Sachen kompensieren, viele Imkerfehler, aber ich sag trotzdem, wenn man es richtig schneidet, hat die Biene einfach einen höheren Mehrwert von. Und normalerweise würde ich jetzt die Wabe woanders dahin hängen, weil die nächste Wabe, wo kommt, ist größer wie die. Aber sowas geht im Frühling nicht, weil man darf da auf gar keinen Fall das Brutnest auseinanderfächern. Und hier ist Brut und hier ist Brut. Und deswegen bleibt die Wabe genau am selben Punkt, wie sie auch vorher war. Sonst könnte eventuell die Brut absterben. Wenn ich da Brutwaben durcheinander bringe, kann es mir passieren, dass die Bienen aufhören zu heizen. Und dann stirbt die Brut ab. Für die Bienen nicht gut, für mich auch nicht. Wunderschöne Wabe. Und auch die muss an Ort und Stelle bleiben, weil nach der Brut kommt immer der Blütenpollen. Und hier ist jetzt alles voll schon mit Bienenbrot. Und deswegen darf ich die Wabe nicht verschieben. Die muss wieder hier an die Brut kommen. Und des Weiteren wird auch hier kein Schönheitsschnitt gemacht, weil die Wabe ist an sich, so wie sie ist, einfach noch gut. Hier genau dasselbe Spiel, sieht auch gut aus. Jetzt kratzen wir wieder hier ein bisschen. Hier ist sogar noch Futter drauf. Auch gut. Die letzte Wabe kann man auch noch so lassen, wie sie ist. Die Königin muss oben sitzen, weil unten war sie jetzt tatsächlich nicht. Und wir wollen die jetzt unten haben. Das heißt, jetzt heißt die Königin suchen aus dem oberen Raum. Und auch noch wichtig wäre, alles zu vermitteln. Wir haben hier in dem System das Flugloch in der Mitte. Das heißt, wir schieben auch wirklich das ganze Bienenvolk mittig. Diese Backen kratzen, das mache ich übrigens nur bei Waben, die ich abschneide oder wo in der Sekunde gerade keine Bienen drauf sind. Die im Frühling da so lange in die Luft zu halten, das ist unklug. Das muss man halt irgendwann im späteren Zeitpunkt machen. Hier gilt jetzt wieder was zu beachten. Ein Imkerfehler wäre, diese Wabe so rum reinzuhängen. Weil hier ist nämlich leer. Und auf der Seite ist unser Bienenbrot. Deswegen kommt Bienenbrot wieder an die Brutfläche ran. Und den Leerrahmen, wo ich vorhin rausgenommen habe, den tun wir jetzt auf diese Seite. Und was wir jetzt auch noch machen können, damit das ganze System ein bisschen mittiger sitzt. Wir haben hier nochmal eine Pollenwabe und das hier war ja auch eine Pollen- und Futterwabe. Brutnest ist eher Richtung hier. Das heißt, ich kann jetzt diese Wabe... Nein, das wäre unklug, kann ich nicht, mache ich aber das nächste Mal. Warum ich das jetzt nicht versetzt habe, weil ich müsste die Wabe eigentlich von der Wabengröße hier reinstecken, also hier zwischen die Lücke. Aber die Biene hat ja hier schon für ihr Brutnest den ganzen Pollen vorbereitet und deswegen wäre es unklug, jetzt da was dazwischen zu stecken, sonst muss die Biene nochmal überbrücken. Und auf der Wabe ist einfach nicht die Masse an Bienenbrot, wie wir hier hatten. Deswegen fürs Erste bleibt es so, wie es ist. Hi. Jetzt bin ich kurz unterbrochen worden. Das habe ich rausgeschnitten aus Datenschutzgründen. Wenn die Folie noch so gut aussieht, wie sie hier aussieht, dann kann man damit auf jeden Fall noch mal arbeiten. Das bleibt dann so. Und der Einfachheit halber können wir jetzt einfach einen Kistenaustausch machen. Da habe das nämlich mit der ganzen Imkerarbeit wesentlich einfacher. Habe ich hier schon vorbereitet. Leere, saubere, gekratzte Kiste. Jetzt geht es aber, wie gesagt, erstmal darum, die Königin zu finden. Und wir machen hier wieder diesen kleinen Trick, dass wir links und rechts einen Lichteinfall haben. Sonst gehen die Bienen nämlich alle aufs Gras drauf. Also sprich, wenn ich es jetzt so hinstelle, dann haben wir da hinten drin keinen Lichteinfall, wenn ich die Waben einlagere. Das heißt, die Biene wird den ganzen Platz beanspruchen. Und dann muss ich sie vom Gras aufsuchen. Deswegen machen wir das jetzt mal anders da. So,
Gefühl sagt mir gerade, dass die Arbeit hier wird jetzt abgebrochen. Das ist das letzte Bienenvolk, wo ich mache, weil eins geht gar nicht, das ist dieser Wind. Wind ist in der Imkerarbeit wirklich das Dümmste, was einem passieren kann. Nicht nur, weil das Material überall hinfliegt, sondern auch, weil die Bienen da relativ schnell auskühlen können. Und das darf im Frühling nicht passieren. Deswegen mache ich dann nach dem Volk jetzt eine Arbeitsunterbrechung. Und das Video geht dann an einem Tag weiter, wo wir einfach ein besseres Wetterverhältnis haben. Vorhin hat hier die Sonne geschienen, aber es scheint so, wie wenn hier bald ein Sturm kommt. Ich beeile mich jetzt ein bisschen, dass es schneller geht. Das war jetzt die erste Brutfarbe ohne Königin. Nochmal eine Brutwabe, auch ohne Königin. Sobald ich die Königin habe, kann ich mein System dicht machen. Setze ich die Königin nach unten, abspecke da drauf und setze gleich meine Sägebergerkiste oben drauf. Und da es jetzt so windet, mache ich mir jetzt extra schnell die Mühe, Königin mal schnell zu suchen. Ich will die Kiste sofort, das machen wir hier später. Das dauert hier zu lange. Da haben wir sie. Schöner Vorteil von einem Punkt, man sieht die Königin auch im Dunkeln. Den Trick habt ihr gesehen, nicht packen, sondern die Königin einfach nur einkesseln und drauf laufen lassen. Da hat man in allen Fällen mehr Erfolg und kann die Königin auch nicht irgendwie in Quetschgefahr bringen oder gar verlieren. Komm, Königin, hopp, in dein Nest, schneller. Sie will nicht. Okay, jetzt ist sie drin. Super. Jetzt kratze ich gerade noch schnell die eine Wabe hier fertig. Und ich weiß, das stimmt jetzt nicht ganz, aber jetzt fürs Erste setze ich die Wabe mal schnell hier hin, weil auskühlen darf die nicht. Und dann holen wir das Absperrgitter. War jetzt übrigens Zufall, dass hier in der Sekunde auf dem Oberträger gar keine Bienen landen. Dann kann man nämlich das Absperrgitter schnell drauflegen. Und dann machen wir ganz fix hier die Kiste drauf. Gut, jetzt habe ich wieder ein bisschen Zeit gewonnen. Die Wabe war nämlich diese hier. Sollte man nicht durcheinander bringen. Und die Wabe ist auch schon vordefiniert, dass wir die nicht sonst wohin hängen dürfen, weil das ist eine Abschlusswabe vom Brutnest. Und da haben wir hier auf der einen Seite wieder ganz sichtbar Blütenpollen und hier auf der Seite zwar auch, aber nicht so viel. Das heißt, die Richtung ist schon vorgesehen. Es gibt nur eine Richtigkeit und das ist eben das volle Pollenbrett ans Brutbrett dranpacken und nicht irgendwie ein Sheet da stehen lassen. Und jetzt gibt es so einen schönen Trick, wo ich euch gerne noch vermitteln würde. Das ist das Thema Nahrung. Die Bienen fressen ganz am Anfang vom Frühling nicht die 500 Gramm täglich. Das kommt erst mit der richtigen Obstblüte rein. Die 500 Gramm jeden Tag, wo so ein Bienenvolk fressen tut. Aber wenn ihr im März, April eure Bienen öffnet, dann könnt ihr keinen Fehler machen, wenn ihr sagt, pro Tag frisst mein Bienenvolk 500 Gramm. Dann wird es nämlich relativ einfach, das auszukalkulieren. So eine Wabe hat so 2 bis 3 Kilo, also zumindest in meinem Sägeberger-System, die deutschen Malrähmchen. Und wenn ich jetzt hier rechne, jetzt sagen wir mal hier, das sind 2 Kilo,
reicht fürs Bienenvolk, wenn sie 500 Gramm jeden Tag fressen, was wie gesagt zu hoch geschätzt ist, aber wir schätzen der Imkerei lieber höher wie runter. Eine Verkalkulation kann ja dazu führen, dass die Bienen in richtig Probleme kommen. Deswegen rechnen wir 2 Kilo auf 4 Tage. Jetzt haben wir hier nochmal 2 Kilo, sogar ein bisschen mehr. Jetzt sind wir schon bei 8 Tagen, wo das Bienenvolk mit 100%iger Sicherheit genügend hat. Jetzt kann ich übrigens auch meine Waben in eigentlich die Außenbereiche hängen. Ich habe hier den Brutkern, den schiebe ich ganz genau in die Mitte. Der ist hier. Und dann fangen ab hier die Honigwaben an. Das heißt, die kann ich jetzt links, rechts staffeln. 4 Kilo Honig mindestens schon mal drin. 6 Kilo Honig. Und hier haben wir nochmal 2, jetzt sind wir schon bei 8 Kilo Honig, wo sie mit Sicherheit drin haben. Meine Abstände, die Völker durchzugucken, sind jetzt alle 21 Tage. Und wenn ich jetzt hier rechne mit meinen 8 Kilo, so, und dann geht das Wetter los, also mit der Menge komme ich in allen Fällen hin. Ich habe es jetzt ein bisschen blöd kalkuliert, das muss ich natürlich zugeben. Das hätte man besser kalkulieren sollen müssen. Aber ihr wisst, was ich meine. Ich bin kein Mathematiker. Und vor allen Dingen auch gar nicht so einfach, irgendwas zu rechnen, wenn ich direkt am Bienenvolk stehe. Die Naturwaben, da das Volk jetzt gar nicht so viel Futtervorräte hat, lasse ich die jetzt erstmal drin. Wenn ich das nächste Mal gucke, sind die hier leer gefressen und dann kann ich sie abschneiden. Und dann kommen hier wieder ganz leere Oberträger, also Rähmchen rein. Mit dem hier kann ich es sofort machen. Und ich schneide die deswegen auch raus, weil wir möchten ja für die Kunden einen hochwertigen Wabenhonig produzieren. Und das geht eigentlich nur in einer guten Qualität, wenn die Bienen das wirklich immer wieder ganz frisch neu bauen. Deswegen fliegen die Naturwaben raus, dienen übrigens auch gleichzeitig der Wachsgewinnung. Hier gerade der nächste Trick, wenn ihr Naturwaben habt, dann gebt den Bienen doch bitte 2 Vertikaldrähte rein. Das hilft euch, dass wenn ihr eine Wabe mal doch ein bisschen schräg haltet, dass das nicht gleich flatsch macht. Ganz davon abgesehen sind diese Drahtung fürs Bienenvolk beim Bautrieb nicht hinderlich, während wenn es Naturwaben wären und die Drahtung ist horizontal oder gar so ein Holzblock noch zwischendrin, was viele Hobby-Imker tun, das stört definitiv den Bautrieb. Und auch hier gilt, ja, die Biene macht's, aber nicht gern, und das hier ist eben das Richtige. Und ihr dürft auch gerne die Idee klauen, die Rähmchen gibt es so nicht zu kaufen, die müsst ihr einfach selber nochmal anbohren. Zweimal hier, zweimal hier, genau mittig, dass wir 3 Kammern haben. Und das geht wirklich mit jedem System, das auf Naturwaben funktioniert. Das kommt hier an die Seite. Also da jetzt wieder gerade die Sonne rauskommt und es wieder wärmer wird, mache ich jetzt doch die nächsten Völker auch noch durch. Bisschen komisches Wetter heute. Hier so ein Mix zwischen total warm und dann kommt wieder Wind und es wird kühler. Hier kann ich auch noch einen schönen Trick zeigen. Die Bienen, die haben ja Saugnäpfe an ihren Füßen und haben auch ganz minimale Krallen. Das heißt, wir können, wenn wir jetzt so einen Deckel mit Wachs verschmiert haben, dann können wir das einfach abkippen. Ihr seht, da fliegt so gut wie gar keine Biene raus. Kann man das Wachs rauskippen und die Bienen schlagen wir immer über dem Volk ab. Wenn die Folie jetzt nicht komplett verschmutzt ist, dann benutze ich die gerade nochmal. Honig. Okay.
verhalten. Im März war super. Die Gesundheit war auch gut. Die Entwicklung. Es gibt schönere Völker. Im Honig haben sie aber gut gewirtschaftet. Dann sollte die Tabelle so stimmig sein. Decker zu und nächstes Volk. Jetzt sieht man wieder die Probleme, die der Wind verursacht. Ein Albtraum, ein Wind. Ah, komm schon. Ich sage ja, Wind am Bienenstand macht überhaupt keine Freude. Okay, trotzdem geschafft. Klammer zu. Wenn eure Bienenvölker gesund sind, hupala, schön. Also wenn die Bienenvölker gesund sind, dann kann man auch die Kisten jederzeit austauschen von Volk zu Volk. Da darf halt, wie gesagt, nur nicht irgendeine Scheiße von Bienen dran kleben, sonst gibt es eben Kontamination im Bienenvolk. Bienenkot ist immer mit Sporen belastet. Und da sollte man vorsichtig sein. Wenn die Kiste aber nicht verkotet ist, dann ist alles gut. Dann kann man tatsächlich dem Selbstreinigungseffekt von den Bienen vertrauen. Ich finde dieses ganze Thema mit Kisten auswaschen, mit Zevarol-Lauge oder gar die Materialien in Ätznatron trunken, das ist derartig umweltbelastend. Und irgendwie scheint da den Menschen der Sinn abhanden gekommen zu sein, dass die Bienen Selbstreinigung machen. Und da können wir Menschen uns zu 100% drauf verlassen. Kleines Beispiel, die Bienen sind so viel älter, wie es Menschen auf dem Planeten gibt. Klar, in einem Holzsystem ist das eine ganz andere Nummer. Aber auch unsere menschengebauten Bienenbehausungen unterliegen dem Selbstreinigungstrieb eines Bienenvolkes. Und ich verlasse mich darauf. Ich klappe die Kiste übrigens immer erst auf 90 Grad an, weil so kann ich eventuelle Brückenbauten auch sofort entfernen und übersehe die später nicht. Auch hier sieht man jetzt wieder, hier ist Brut, da ist Brut. So sieht es aus, wenn die Bienen euch angreifen. Und da hilft halt nur der Raucher. Okay, wunderschöne Wabe. Bleibt auch so drin. Auch eine schöne Wabe. Auch erstmal auf die Seite. Und jetzt haben wir unseren gewünschten Platz von zwei Rähmchen, die draußen sind. Ist einfach besser zum Kratzen. Hier ist mir das abgeplatzt und der B-Space verschiebt sich dadurch. Die Wabe kann ich jetzt trotzdem nicht rausnehmen, merke ich mir aber vor für die Schwarmzeit, dann fliegt die auf den Müll, weil das Fisselchen kann ich hier nicht mehr dran reparieren. Also Brut haben sie schon mal, die Bienen, das ist gut. Und das Brutnest sieht auch gut aus.
etwas lückig, aber das ist alles noch okay. Lückig wird ein Brutnest übrigens auch dann, wenn sie gerade schlüpfen. Hier ist die Wabe wieder ein bisschen krumm geworden. Deswegen schneiden wir die ab im Bogenschnitt. Wie gesagt, im 90 Grad Winkel. Die Bienen sind jetzt noch gar nicht so weit, dass man da größere Schnitte machen könnte. Deswegen habe ich jetzt auch einfach nur wenig abgenommen. Und am liebsten würde ich die Wabe jetzt nach außen setzen, weil sie kleiner ist wie die links und rechts. Dann bringe ich aber ein Brutnest durcheinander und die Bienen sind da jetzt noch nicht so weit. Hier genau dasselbe Spiel. Wir haben hier eine krumme Wabe, die wir korrigieren können. Super, also die Wabe, nee, versetzen können wir sie nicht, das ist ein Pollenbrett, dann muss die drin bleiben und das hier ist dann bald eine Drohnenwabe, die bleibt dann auch so drin. Wir brauchen die Bienen keine Drohnenwaben bauen, sondern, also bauen tun sie so, aber da kann ja die Königin sofort Eier reinlegen und ich komme einen Ticken früher dran an die Drohnenbrut, um das Varroa-Druck zu befreien. Und ja, auch wenn ihr die Oxalsäure benutzt, habt ihr trotzdem noch teilweise Varroa-Milben in der Masse drin, dass man sagen kann, wenn die erste Drohnenbrut nicht geschnitten wird, dann hat das halt Konsequenzen. Ja, dann schlüpfen euch nämlich hunderte Varroa-Milben mit den ersten Drohnen raus und ihr habt die Chance verpennt, ganz klar, das Bienenvolk zu entmilben auf einer biologischen Spur, weil Drohnenbrut rausschneiden tut den Bienen tatsächlich nicht weh und das schützt euer Bienenvolk vor zu hohen Anzahlen an Varroa-Milben. Und wer jetzt sagt, dann gibt es aber keine Drohnen, der liegt falsch, weil bei mir ist es ganz klar so, dass ich x viele Drohnenwaben schlüpfen lasse von ausgewählten Völkern. Ich brauche ja eine gute Drohnengenetik in der Luft und jedes Bienenvolk, wo sehr viele Pluspunkte eingesammelt hat, mit bestenfalls dem Referenzwert zum letzten Jahr, darf definitiv seine Drohnen schlüpfen lassen. Und trotzdem sehe ich auch dann bei diesen Völkern, wenn ich Drohnen schlüpfen lasse, mache ich mir einen Kreis in meiner Drohnenbrutsparte auf der Stockkarte. Und man sieht ganz kohärent, dass je mehr Drohnenbrut schlüpft, der Varroa-Druck im Spätjahr wesentlich höher ist. Die Königin ist hier oben. Sie war im unteren Raum nicht dabei.
Ich mache das jetzt hier genau wie beim anderen Volk. Ich suche mal schnell die Königin raus. Dann kann ich nämlich schon mal das Kistensystem aufsetzen mit Absperrgitter. Super, da haben wir sie doch schon, die gute. So, ich zeige nochmal den Trick. Wir nehmen unsere Finger, kesseln die Königin ein und sie läuft automatisch auf eure Fingerspitzen. Beachtet den Trick, dass die Königin immer nach oben will. Ich weiß nicht warum, aber das machen die so. Manchmal muss man so ein bisschen lenken, so, dass er ins Bienenvolk schneller wieder reinfindet. Abschlusswabe vom Brutnest und wird aber dann eine Honigwabe in der Saison. Und je nachdem, wie viel Blütenpollen da noch kommt, kann ich die jetzt nach außen setzen oder muss er eben dann doch Richtung Brutnest ranhalten. Absperrgitter rein. Bei den wenigen Bienen lohnt sich es tatsächlich, das Absperrgitter einfach reinzuschieben. Den Raucher bitte nur dann benutzen, wenn es wirklich sein muss. So wenig wie möglich. So viel wie nötig. Gilt ganz klar beim Einsatz vom Smoker. Und Kiste drauf. Sitzt die Kiste? Einen Holzverzug haben wir da definitiv gehabt. Aber nee, das gefällt mir alles nicht. Das war noch mein altes Homehive-Modell. Möglicherweise habe ich die Kiste im Styropor ein bisschen angeschnitten. Nee, habe ich nicht. Dann ist es einfach nur der Holzverzug. Und das gefällt mir nicht. Nicht gut, die alte Kiste. Die Kiste hat hier viel besser gehoben. Dann muss ich jetzt doch mit der Kiste arbeiten. Ja, oder aber auch, weil das hier gerade so klemmt, probieren wir doch mal die. Ja, die ist echt nicht gut. Die sitzt nicht perfekt. Ja, super. Die sitzt doch hier. Ne? Dann war es hier ein kleiner Segeberger Kistenverzug. Kann auch mal passieren. Das hier war noch Brut. Die setzen wir jetzt wieder mittig. Brut zu Brut. Der Wabe will schon Eier. Hier ist sozusagen der Pollenraum.
das hier sieht auch schwer nach Brut schon aus. Nein, doch, da sind schon Eier drauf. Um es kurz zu zeigen, hier hat die Königin schon Eier gelegt. Und typische Umrandung dann, wie die Bienen sozusagen den Honig wegfressen vom Brutraum, um Platz zu schaffen. Und dann auch links und rechts die Pollen wieder dran bringen. Abschluss vom Brutnest. Gut, dann können wir wieder hier staffeln. Die Honigwaben links, rechts ran. Ja, nochmal eine Honigwabe. Sieht nicht so aus, dass ich das Volk zufüttern kann. Sollte, meine ich. Aber auf der anderen Seite sieht es auch nicht so aus, dass ich hier was rausnehmen kann. Wir haben nämlich zwar die Bäume schon offen, also die Frühlingsblüher sind alle offen, aber die geben noch gar keinen Nektar ab, weil einfach wir immer noch Tagestemperaturen von unter 20 Grad haben. Und da ist halt noch nicht so viel zu erwarten. Super Wabe für die Saison. Das wird auch eine Honigwabe. Übrigens ist der Honigraum für die Honiggewinnung noch nicht vorbereitet. Das kommt alles noch bei den nächsten Terminen. Auch bei dem Bienenstand werde ich in 3 Wochen wieder gucken. Und da wird es dann auch soweit sein zu sagen, hey, überschüssiges Winterfutter geht raus. Und dann setzen wir da entweder ausgebaute Waben rein oder gar Mittelwände, wo die Bienen ausbauen sollen. Schon. Voilà. Wieder selber Trick, gequetschte Bienen, kranke Bienen würden das nicht aushalten, gesunde Bienen bleiben sitzen. Die Folie hier ist auch noch, ja, die ist nochmal okay. Gehen wir noch mal eine Saison mit. Dann haben wir hier März, Falten war nicht so toll. Die haben mich nämlich gleich mal angegriffen. Gesundheit war okay, Entwicklung, jetzt viel bessere Völker, aber sie haben eine gute Honigwirtschaft gehabt. Bautrieb und die anderen Sachen lassen sich hier nicht bewerten, noch nicht. Ich überspringe erstmal die Einraumbeuten, weil ich hier noch in der Arbeit von dem Homehive-Modell bin. Zum anderen Kisten geht es danach. Die ist schon fertig gekratzt. Und dann kratzen wir die auch noch schnell. Das ist ja auch schon getan. Also das Volk hat auf jeden Fall schon mal doppelt so viel Power wie die anderen Völker, wo wir gerade angeguckt haben. Da haben sie sogar mir ein bisschen unter das Rähmchen reingebastelt. Müssen wir nachher genauer angucken, ob wir da nicht im Stoppmeister schon ein bisschen was platt drücken. Und hier unten sieht das auch schon schön voll aus.
schön. Jetzt mein Messer eigentlich, habe ich das jetzt ehrlich hier ins Wachs reingeschmissen. Wo ist denn das jetzt hingekommen? Ein gelbes Messer. Das ist was Blödes. Ach, jetzt da unten irgendwo drin. Okay, gut, die Zeit habe ich nicht, weil das Bienenvolk ist offen. Dann muss man halt ein anderes Messer nehmen. So, definitiv schneiden wir das hier ab. Das geht gar nicht. Das ist okay hier. Das belassen wir nochmal. Schön. Das ist doch ein super Volk hier. Auch eine Wabe, die wir später rausnehmen. Ne? Da oben ist Drohnenbrut drin. Sowas kann man nicht gebrauchen in der Imkerei. Aber der Zeitpunkt ist noch nicht da. Und bei der Wabe hier genau dasselbe Spiel. Oben ist Drohnenbrut, die wollen wir rausnehmen. Das zeige ich euch in den nächsten 3 Wochen. Ja, also Königin habt ihr alle gesehen. Die ist ja auf jeden Fall unten. Das heißt, das Volk macht mir die Arbeit wirklich einfach. Auch hier, wow, also das ist doch mal ein richtig schönes Bienenvolk. Jungbienen, alle komplett gesund. Ein paar Drohnen sind auch schon geschlüpft. Die sehen. Ich hatte gerade einen kleinen Abbruch mit der Kamera. Hier haben wir jetzt auch wieder diesen sogenannten Wabenverzug von Altwaben. Schneiden wir jetzt hier runter. Das Abschütteln hat es den Bienen gar nicht gepasst. Ne? Also ich habe zwar keinen Stich abbekommen, aber kurz davor. Auch hier hilft dann wirklich nur der Raucher. Nie in Lücken rein rauchen. Da werden die Bienen kirre von. Das ist auch gut hier.
Wenn euch jetzt kleine Wachsbrocken ins Bienenvolk reinfliegen, das ist überhaupt nicht schlimm. Die können wir beim nächsten Termin, bevor wir die Völker aufmachen, mit der Klappe hier komplett rausnehmen. Gut und fertig. System vermitteln. Vermitteln heißt richtig gucken. Das hier ist auf jeden Fall mal besser. Und da wir feste wissen, dass die Königin hier im unteren Bereich drin ist, mache ich mir jetzt wieder die Arbeit leicht und setze sofort das Absperrgitter drauf. Weg. So. Im Volk pusten bitte nur dann, wenn ihr Bienenstiche im Gesicht auch vertragen könnt. Ansonsten gilt niemals in Bienenvolk pusten. Seht ihr, die Kiste hier passt jetzt perfekt wieder aufs System drauf. Also auch ich kämpfe mit Holzverzug. Seitdem ich aber das Home Hive entwickelt habe, ist das nicht allzu schlimm. Also man kann mit leben. Was man übrigens auch machen kann, ist einfach mal kurz alles anklickern. Ist auch immer eine gute Idee, um schnell vorwärts zu kommen. Ja, jetzt haben mich wieder zwei Bienen angegriffen. Dann rauchen wir da doch gleich nochmal rein, bevor der nächste Stich in der Nase landet. Will ich nämlich auch nicht haben. Ich habe übrigens schon wieder keinen Imkerschutz an. Das gibt's bei mir nicht. Keine Handschuhe, kein Schleier. Und lustigerweise bekomme ich weniger Stiche wie die meisten Berufsimker, die mit Vollmontur dahin gehen. Liegt tatsächlich an der Art und Weise, wie man mit den Tieren umgeht. Und auch an der Genetik. Und über beides haben wir, wenn wir die Völker richtig lenken, volle Kontrolle. Wunderbar, also das hier gibt dann wohl eine Honigfarbe. Bis die Saison hier nämlich richtig anfängt, ist da restlos alles weggefressen. Und dann kann die neu gefüllt werden mit unserem guten Nektar, wo die Bienen zum Honig umarbeiten. Deswegen kommt die auch wirklich an den Rand wieder. Und wir können jetzt wieder so ein bisschen mitrechnen. Ich habe hier wieder meine ca. 2 Kilo in der Hand, reicht für 4 Tage. Und gleich mal, wobei, nee, das machen wir mit der Laufrichtung hier. Und jetzt kommt die Brut. Da können wir mal mit 1 Kilo rechnen. Nee, ist noch gar keine Brut, aber das ist die Pollenwabe. Und dann kann ich wieder schlussfolgern, wenn die Wabe hier Blütenpollen hat, das Bienenbrot,
dann ist die nächste Wabe die Brutwabe. Deswegen dürfen wir die jetzt nicht verdrehen. Die muss so reinkommen. Achso, ja, um es kurz zu zeigen. Hier ist der Pollen im unteren Bereich. Oben ist noch Futter. Jetzt kommen die Brutwabe. Mal eine Brutwabe. Ja, jetzt ist es leider erwischt. Dann haben wir hier einen schnellen Tod, bevor sie sich quält. Diese dunklen Altwaben hier, die fliegen alle noch raus, bevor es richtig losgeht mit der Honigsaison. Und der Abschluss von der Brut, wieder der Blütenpollen. Und da müssen wir jetzt wieder die Laufrichtung beachten. Wir haben hier weniger Blütenpollen wie hier. Und ihr seht, dass das ein direktes Spiegelbild ist. Diese Anlegung vom Bienenbrot ist derselbe Bogen, wie hier die Brut hochgeht in den Rahmen. Das heißt, wenn ihr nicht mehr wisst, wie die Waben zusammengebaut werden, guckt euch einfach beide Seiten an. Die Bienen bauen wirklich immer direkt einen Spiegel. Das heißt, hier gibt es gar keine Frage. Die Wabe muss so reinkommen. Und ich zähle auch gleich nochmal euch das Futter durch, weil ich habe das vorhin echt ganz blöd kalkuliert. Ich muss sagen, ich war auf der Baumschule und deswegen ist das Rechnen bei mir nicht so ausgeprägt. Gott sei Dank muss ich als, also zumindest in meinem Beruf, muss ich nicht rechnen. Okay, und das hier lassen wir jetzt mal als 1 Kilo Futter durchgehen, weil die Wabe relativ leicht ist und auch nicht so gefüllt. Ich hänge die jetzt gerade noch mal hier rein, um euch das zu zeigen, wie man jetzt da gut kalkulieren kann mit der Futtergeschichte. Wir haben hier 1 Kilo, 2 Kilo, also 3, weil das waren 2, 4 ist auch nur 1 Kilo. Jetzt schiebt man den im Block als Nummer 5 Kilo raus, 6, 7 Kilo. 8, 9 Kilo und hier ist das 10. Kilo, also noch mal eins und drauf, und mit 10 Kilo Futter kommen die Bienen definitiv mal hin. Da muss ich mir keine Gedanken machen, dass da irgendwas schief geht. Selbst wenn es regnet, halten sie es aus. Wobei klar ist natürlich, wenn es jetzt wirklich nochmal ab heute 3 Wochen lang ein totales Scheißwetter gibt, wo die Bienen einfach nicht sammeln können, dann schiebe ich meinen nächsten Volkstermin definitiv mal vor. Das heißt, dann mache ich den Termin in 14 Tagen, aber im Regelfall funktioniert das alles. Die Weiden sind offen, Korn ist offen, Frühblüher sind offen, Mirabellen gehen gerade alle auf. Wir brauchen jetzt nur ein paar Tage, wo es 20 Grad gibt, und dann sind die Bienen wieder mit Nektar versorgt. So, hier nochmal den Trick zeigen. Wir haben Dreck auf dem Deckel, wollen wir nicht im Bienenvolk rumdrehen.
natürlich langsam. Ihr seht, die Bienen sitzen alle drauf. Ja, das darf nicht passieren. Ist Gott sei Dank keine Biene zu Schaden gekommen. Und die Folie hier gefällt mir gar nicht. Also die schmeiße ich weg und gebe diesem schönen Bienenvolk eine ganz neue Folie. Doch leider hat eine Biene gerade erwischt in meiner Deckelaktion. Das war halt menschliches Versagen. Okay, jetzt hoffentlich lässt der Wind mich jetzt kurz in Ruhe, dass ich die Folie hier gut drauf bekomme. Gut, hat funktioniert. Bewertung, Verhalten, gut, Gesundheit, gut, Entwicklung, gut, Honig, auch gut gemacht, Rest lässt sich noch nicht bewerten, schönes Volk. Und nochmal, ich habe irgendwie zu wenig Kaffee getrunken, fliegt hier andauernd alles runter. Ja, das sieht auch nach einem schönen Volk aus. Man merkt übrigens auch durch Handauflegen, ob die da unten Brut haben. Da oben Brut, meine ich. Ja, die Brut hält sich ja bei 34,5 Grad plus minus. Und das merkt man einfach mit der bloßen Handfläche. Also nur durch Auflegen kann ich jetzt bei dem Volk definitiv schon mal dingfest machen, dass genau hier die Brut sein muss, weil hier ist nämlich alles kalt. An Seiten hier auch kalt. Man kann sogar, wenn man da ein bisschen sich reinfühlt in den Bienenvolk, kann man sogar durch Hand auflegen das direkte Brutnest auch abschätzen. Ja, ich zeige euch das gleich. Also genau so wie jetzt meine Hand liegt, genau so hat die Biene ihr Brutnest in der Mitte aufgebaut. Das ist der Radius hier. Plus minus. Gucken wir uns gleich mal an in der Praxis, ob das stimmt, was ich da gesagt habe. Also bebrütete Zellen sehe ich hier jetzt noch nicht. Zumindest keine verdeckelten Zellen, Entschuldigung. Schöne Wabe hier, die bleibt auf jeden Fall mal drin. Und wie gesagt, wenn keine Bienen drauf sitzen, dann machen wir uns doch hier die Mühe, die Backen schön sauber zu machen. Also das hier ist jetzt das neueste Modell von den Home Hives. Das sind auch die, wo wir den Bauplan dann bald veröffentlichen. Und auch genau dieses Modell steht im Verkauf. Das verkauft nicht ich, das verkauft Holzwerkstatt. Okay, leider bin ich jetzt gerade eben schon wieder mit der Kamera hier unterbrochen worden. Das ist eine Katastrophe, dieses Kopfteil. Ich weiß nicht, warum das immer abbricht. Schöne Drohnenwabe drin, auch hier eine ganz tolle Pollenwabe, wie man sieht, bleibt auch wie sie ist. Hier wieder sauber machen. Ihr seht, mit dem neuen Home Hive Modell geht es echt fix, weil wir hier noch mal die Kanten angepasst haben. Die sind übrigens leicht abgeschrägt, dass wenn ihr mal ein volles Bienenvolk habt, ihr trotzdem die Bienen nicht schädigen tut beim Runtersetzen. Da werde ich auch noch mal spezielle Videos zu drehen, wie man Waben versetzen kann, ohne die Bienen dabei zu erwischen. Das sind so ein paar Tricks, aber wer aufmerksam zuguckt, der kann das auch einfach schon bei meinen Handgriffen erkennen, wie ich das mache. Wieder so eine Rotzwabe, die sehr dunkel ist, gewellt ist, plus hier oben Drohnenbrut hat. Die nehmen wir aus dem Volk raus. Aber jetzt noch nicht. Die Königin ist übrigens hier. Die hat hier keinen Punkt.
ganz klar Königin ohne Punkt, aber sichtbar, dass das eine Königin ist. Ich habe die übrigens jetzt nur deswegen so schnell entdeckt, nicht an der Königin, sondern an den Bienen außenrum. Also gut zu wissen, dass die Königin hier nicht markiert ist, und um die Jahreszeit werde ich definitiv auch keine Königin markieren. Da warte ich, bis es wärmer wird, weil sonst müsste ich ja das Volk auf und zu machen, wäre ein Umstand. Und ihr habt ja gesehen, wie schnell ich eine Königin auch ohne Punkt entdecken tue. Von daher mache ich mir da gar keinen Kopf. Die wird in 3 Wochen dann markiert. Übrigens, eine Königin sollte man vor der Schwarmzeit markieren. Aber wenn die nämlich eine Umweiselung machen und gar nicht schwärmen, dann bekommt ihr das gar nicht mit. Und wenn man sich dann nicht erinnert, wie die Königin optisch genau aussah, dann lauft man Gefahr zu denken, ach, das ist ja die Königin vom letzten Jahr. Und das Alter der Königin zu wissen, ist halt schon relevant für uns Imker. Also ein besseres Brutnest habe ich hier bis jetzt bei keinem Volk gesehen. Das hier ist definitiv das schönste Volk, wo ich bis jetzt hier offen hatte. Ganz wunderbar, da wird es mir warm ums Herz. Die werden hier auch bald mit Drohnenbrut loslegen, so stark wie die hier so schon sind. Letzte Wabe, da klebt ein bisschen arg viel dran. Das machen wir mal weg hier. Von der Seite auch. Wenn es zu arg ist, mache ich es auch mit Bienen weg. Sauber machen. Dann hatten wir ja links und rechts die Wabe. Einmal hier und einmal hier. Übrigens wäre es jetzt völlig egal gewesen, selbst wenn ich jetzt die Waben vertauscht hätte, hätte ich da keine negativen Effekte gehabt. Und ich muss da wieder nur eine Beschwerung drauflegen. Gitter drauf. Wachsbrücken noch mal wegschicken und dann mal gucken, ob diese Kiste hier auch passt. Und sie passt perfekt. Hier können wir jetzt eigentlich auch wieder alles mal anklickern. Ach ja, und noch so ein Trick, die Besucherbienen auf eurer Hose. Einzeln können die teilweise verklammen, wenn wir Winde haben. Wind ist wie gesagt gar nicht gut. Und deswegen tut ihr die bitte einfach wieder in irgendein anderes Volk rein. Die krabbeln rein und betteln sich ein, ist alles okay. Da wird es auch keine Kämpfe geben. Die liebsten Völker sind mir übrigens immer die, wo die Randwaben hier schon weggefressen haben. Da habe ich auch noch weniger Arbeit im nächsten Abschnitt. Die Bienen kurz wegschütteln. Die sollen ja nicht im Eimer landen. Die Backen hier sind wichtig. In dem Bee Space kann man nicht oft genug sagen. Nie ein scharfes Messer nehmen für solche Arbeiten. Ich mache immer das, was man mit Messern nicht machen darf. Stein nehmen. Stumpf machen. Sag mal. Gleich dreimal nicht getroffen. Heute Abend kann ich meinen Bienenwachs anschmeißen, den Dampfwachsschmelzer. Freue ich mich schon drauf. Das ist eins meiner Lieblingsarbeiten. Den Dampfwachsschmelzer, das schöne Bienenwachs rausholen. Das duftet auch immer so lecker. Ganz davon abgesehen, dass der Raum warm und draußen noch so kalt ist, dann genieße ich diese Arbeiten. Thank you.
kommt jetzt der Blütenpollen. Dann bringen wir es auf die Position. Upsala. Und nach dem Blütenpollen kommt immer das Brutnest. Das war auch der Grund, warum ich genau in dem Bereich die Wärme schon gespürt habe, weil tatsächlich direkt unten drunter schon ein Gelege ist. Allerdings mit nicht verdeckelten Zellen, sondern wir haben hier Larvenstadium drin und Madenstadien. Aber auch die müssen geheizt werden. Und deswegen hat man das genau in dem Bereich auch gespürt. Hier haben wir auch Larven drin. So, die Armen gehen hier ins Volk rein. Wie war die goldene Imkerregel? Bitte nicht nur beim Eimer kratzen. Genau das, was ich gerade getan habe. Nicht nachmachen, so ihr kratzt bitte über eurem Bienenvolk, macht dann den Trick mit dem Deckel, was ich vorhin gezeigt habe. Abschlusswabe, Pollen und Futter, keine Brut mehr hier. So, jetzt bin ich auch wieder in der richtigen Kratzposition, wenn jetzt hier nämlich Bienen wegfliegen, dann nicht in den Eimer, sondern auf dem Deckel unten. So, die Seite war jetzt definitiv mal mehr Pollen. Okay, jetzt schiebt man das ganze Ding mittig. Hier war nämlich Anfang der Brut, stimmt das? Ne, das war die Pollenwabe, aber die soll an der Brut bleiben. Okay. Und die dicksten Honigwaben kommen dann links, rechts, außen hin. Pollenwabe. Tun wir mal hier Richtung Brut ran. Können wir hier schon mal ranschieben. Und hier haben wir noch mal eine Futterwabe. Ist aber kleiner wie diese Futterwabe hier. So, jetzt muss man aufpassen, jetzt haben wir Bienen dazwischen. Da hilft kurz anklickern, dann gehen die alle weg. Die Wabe hier war auch voller wie die, wo ich gerade in der Hand habe, deswegen schieben wir die auch logischerweise Richtung Mitte. Und die etwas leerere Honigwabe, die kommt mit der volleren Füllung Richtung Mitte zeigend an die Außenkanten. Das, was ich hier jetzt staffel an die Außenkanten, sind auch Waben, die ich später nicht rausnehme, weil die sind in 3 Wochen restlos leer gefressen und dann können die Bienen da den frischen Nektar eintragen. Ich habe jetzt hier 3 Bienen, die hier über dem Volk so etwas aggressiv rumfliegen. Das sind die Wächter. Bestenfalls ignorieren und denen nicht das Gesicht zeigen. Zeig noch mal den Trick, weil der ist echt nützlich. Ihr habt hier Bienenwachs. Das Bienenwachs wollt ihr nicht in den Acker kippen, ist ja euer Rohstoff. Und die Bienen wollt ihr nicht in den Eimer kippen. Zugegebenermaßen, es funktioniert jetzt nicht mit jeder Biene, aber ihr seht, die Bienen machen hier oben Grüppchenbildung. Ja, die hat Soße erwischt. Jetzt kann ich meinen Eimer, meinen Deckel, hups, und einmal drehen. Wachs fliegt in den Eimer, Bienen sitzen immer noch drauf. Und dann mit einem Schwinger abschlagen und bitte nicht so wie ich vorhin, wo dann der Deckel aufs Bienenvolk fliegt. Und wenn ihr jetzt hier so ein paar Bienchen habt, einfach nehmen und hier in die Kiste reinschmeißen.
Wenn ihr die Bienen richtig nehmt, dann kann da auch eigentlich kein Stich passieren. Da muss man sich halt dann dementsprechend anstellen, um Stiche zu kriegen. Ihr seht, wie ich die Bienen hier nehme. Einfach so, dass eben der Stachel gar nicht in eure Richtung zeigen kann. Und das geht lustigerweise auch mit vielen Bienen. Also ich kann das mit haufenweise Bienen machen. Einzelnen und auch haufenweise. Verhalten, gut, Gesundheit, gut, Entwicklung, gut, Honig, gut. Absprünge da drin, Futter ausreichend und wird so. So, jetzt haben wir durchgeguckt unsere Produktions-Home-Hive. Das war jetzt nur ein Modell von der regenerativen Bienenhaltung. Das ist das Modell, wo ich zur größeren Erzeugung von Honigmengen benutze. Und jetzt gehen wir an das zweite Home-Hive-Modell. Das hier ist das ganz alte, das gibt es nicht mehr bei mir. Das da vorne ist das neue Einraum-Home-Hive und das hier ist auch das neue Einraum-Home-Hive. Und die empfehle ich für Hobby-Imker, die nicht viel Platz für weitere Ausrüstung haben oder nicht viel Geld für weitere Ausrüstung. Zu Forschungszwecken und zur Beobachtung von Bienen empfehle ich auch dieses Modell. Da wir hier aber keine Honigräume aufsetzen können und somit auch keine Mittelwände oder ausgebaute Waben dem Honigraum geben können, ist einfach die Honigmenge von Natur aus schon eingeschränkt. Das heißt, wir haben in allen Fällen ein geringeres Erntevolumen bei generell Einraumbeuten. Das Schöne ist natürlich jetzt bei meinen Home-Hive-Systemen, die sind alle miteinander kompatibel. Ne? Also ihr könnt zwar hier keinen Honigraum aufsetzen, aber jetzt mal als Beispiel, wenn so ein Bienenvolk zu viel Brut hat in der Einraumkiste und ein Home-Hive mit den Produktionsräumen obendrauf hat zu wenig Brut, dann könnt ihr die Topbar-Waben alle austauschen. Das ist alles dasselbe Maß. Deswegen haben wir auch nochmal das alte Home-Hive verändert, weil ihr seht, das hat ein breiteres Rähmchenmaß. Und ich habe letzten Endes mit den neuen Home-Hive-Einraummodellen die auf genau dieselbe Rähmchengröße runtergebrochen, wie auch das Produktions-Home-Hive hat. Und dann gibt es ja noch die Königin-Home-Hive-Beute. Die hat auch dasselbe Maß. Und der Clou ist bei der Königin-Beute, wenn ihr ein geiles Bienenvolk habt, wo an Naturwaben diese schönen langen Zapfen kommen, die Weißelzellen im Frühling, dann braucht ihr eigentlich nur, anstatt Begattungskisten füllen, nur zwei, drei Brutwaben mit den Königinzellen raushängen, in die Königinkiste rein und lasst da einfach eure neue Königin dann ausbrüten. Das Einraum-Home-Hive ist für Hobby-Imker wesentlich einfacher zu handeln wie das Produktions-Home-Hive. Ihr seht es auch gleich in meiner Bearbeitung. Man hat halt nur einen Raum. Des Weiteren ist das Modell tatsächlich für Menschen geeignet, die gar nicht so viel Gewicht tragen können. So ein Honigraum kann unglaublich schwer werden. Und in so einer Einraumbeute ist es halt so, wenn ihr Honig ernten wollt, dann nehmt ihr die ganzen Waben mit. Das heißt, ihr könnt mit einem kleinen Eimer zu eurem Bienenstand gehen oder einem großen Eimer, die Waben einfach reinschneiden und die Bienen bauen neu. Und das ist dann übrigens auch ein weiterer Mitgrund, warum diese Einraumkisten im Allgemeinen weniger Honig machen. Wenn ihr Honig erntet, habt ihr halt Naturwabenhonig, Presshonig oder Tropfhonig kann man draus machen. Die abzuschleudern wird schwierig, nicht unmöglich, aber schwierig. Und wenn ihr halt die Waben abschneidet, muss die Biene ja alles wieder neu basteln. Und das ist dann genau der Zeitpunkt, wo andere Völker dann zum Beispiel Mittelwände bekommen oder ausgebaute Honigwaben. Und wenn die Tracht kommt, dann schleppt die Biene nur rein und verschwendet keine Ressourcen und Zeit mit dem Bautrieb. So, wir können hier zum Beispiel mal die rausnehmen. Und dann schieben wir uns einfach mal vor. Alles, was jetzt verschimmelt ist, fliegt raus. Hier Nummer 1 verschimmelt. Kommen wir hier an die Seite. Die ist doch gut. Hier ist verschimmelter Blütenpollen. Ja, ist aber schade, die Wabe hier abzuschneiden. Die müsste ich jetzt im Bogenschnitt hier rausschnippeln. Dann verlieren wir ziemlich viel. Und das Wenige sind wir da am Thema
Putztrieb der Bienen. Da könnt ihr euch drauf verlassen, dass solche ganz kleinen verschimmelten Ecken problemlos von eurem Bienenvolk aufgeräumt werden. Hier sieht es jetzt allerdings anders aus. Ne? Also das hier ist wirklich ein Krampf, das ist ganz eklig hier. Das nehmen wir mal ganz schnell raus. Das soll nicht im Volk bleiben. Und dann fällt mir doch gleich ein, ich habe euch doch letztens ein Video gemacht in der Homehive-Kategorie, Homehive-Tutorial. Das war mein Bienenvolk bei mir vor Ort in Grünwettersbach. Sozusagen das Homehive. Und da habe ich ja noch gesagt, wenn ich die Chance bekomme, den nochmal in den Brutraum eine fette Honigwabe reinzuhängen, dann werde ich es tun. Genau das ist jetzt gerade passiert. Diese Wabe braucht dieses Bienenvolk nicht. Da kommt nämlich noch viel mehr an Futter gleich raus. Das heißt, ich kann diese Wabe tatsächlich nach Grünwettersbach bringen und dem anderen Bienenvolk zur Verfügung stellen. Ja, das ist eine ganz alte Wabe. Können wir noch mal bis zur Schwarmzeit mitnehmen. Hier haben wir aber Schimmel dran, deswegen machen wir den Bogenschnitt. Bitte immer, wenn ihr euer Messer in die Hand nehmt. Das ist eigentlich ganz einfach. Guckt euch Waben an, wie in der Natur gebaut werden. Die Bienen bauen keine Kanten. Die bauen keinen 90-Grad-Winkel. Die Biene baut immer im Bogen. Und die Biene mag auch keine Spitzenbögen. Das gibt es auch nicht. Also wir machen einfach, wenn wir einen Bogenschnitt machen, orientieren wir uns einfach an der Ursprungsform, wie ein Bienenvolk halt sich sonst ohne Mensch entwickelt. Und selbst wenn das jetzt halt hier ein Topperwaben ist, wenn es ein Baumstamm wäre, würden sie trotzdem genauso bauen. Selbst im Rähmchen bauen die Bienen genauso. Das Einzige, was am desorientieren, das ist vielleicht die Mittelwand, falls vorhanden, weil da kann man das nämlich gar nicht sehen, wie die Bienen eigentlich von ihrer Biologie her das handhaben. Ihr seht, bei dem Bienenvolk könnte ich locker jetzt sogar nochmal eine Wabe rausnehmen. Brauche ich aber nicht. Ich finde es auch ganz gut, wenn da ein paar Bienenvölker an meinem Bienenstand einfach mehr Honigwaben zur Verfügung haben wie andere. Dann kann man nämlich immer mal auswechseln. Also wenn jetzt da irgendwann in 2-3 Wochen ein Volk zu wenig hat, dann weiß ich, hey, ich habe hier ein relativ schwaches Volk, verbraucht nicht so viel. Dann kann ich einfach die Waben umhängen. Und solange ihr nur einfach Waben umhängt, ist das ganze Thema auch... also braucht ihr da nicht dieses Thema Bienenkampf beachten, weil Wabenmaterial ohne Bienen könnt ihr jederzeit problemlos von A nach B hängen. Ich habe hier zum Beispiel jetzt eine Drohnenwabe, die haben die Bienen schon relativ weggefressen. Die Wabe hier ist schwerer, die Wabe ist noch schwerer. Jetzt setzen wir die doch einfach mal nach vorne und die nach hinten. Ja, dass einfach das Futter immer möglichst nah am Bienensitz ist, und weil es jetzt auch schon relativ kalt ist. Wenn da jetzt, also ich zeige es einfach mal. Die vielen Bienen hätten es geschafft, aber ich möchte es zeigen, wenn es jetzt ein Ticken kälter wäre. Bitte die Bienen hier Richtung Brutnest abschütteln und die Tiere vereinzeln. Die müssen nicht alle weg, aber vereinzelt müssen die werden, weil sonst machen sie Grüppchenbildung. Und die Bienen haben die Eigenschaft, dann auch in der Gruppe zu bleiben und wenn es eben hart auf hart kommt, in der Gruppe zu sterben. Zum Beispiel dann, wenn dann der Bienenklumpen es nicht mehr schafft, zur Traube zurückzufinden. Oder zurückzulaufen, besser gesagt. Die Wabe kann ich auch versetzen. Ja, genau dasselbe Spiel, da ist zwar jetzt ganz wenig Blütenpollen drauf, aber das stört uns jetzt in dem Fall nicht, weil hier finde ich jetzt tatsächlich wichtiger, dass ja, bei dem wenigen Pollen ist einfach das Futter gravierender für die Bienen. Deswegen verschiebt man das jetzt so. Und mit hoher Wahrscheinlichkeit haben wir auf der Wabe auch Pollen drauf. Da ist auf jeden Fall mal die Königin. Und Pollen ist hier nicht drauf. Den haben wir aber auf der anderen Seite. Also sprich hier. Zeige ich gleich. Also hier, dieses Bienenvolk hat definitiv noch Varroa-Probleme. Das kann man jetzt an so ein paar Dingen festmachen, wie Bienen, die da rumeiern, also Jungbienen, die einfach nicht so vital sind. Wenn man die Varroa-Milben drauf sieht, dann wird es so ganz offensichtlich, wenn man es mal die Jungbienen hier angucken, also die hat definitiv mal einen Schaden abbekommen.
Die Varroa ist nicht mehr da, aber guckt euch mal an das Bein, wie das schleift. Und vor allen Dingen fällt sie auch runter. Das heißt, die hat hier schon einen anatomischen Schaden abbekommen. Und das sind die Bissstellen von der Varroa, die wir als Menschen gar nicht mehr sehen. Da werden Viren, Bakterien übertragen. Und das führt dann dazu, dass die Bienenbiologie beim Laufvorgang einfach hinten tut. Also kann man sich vorstellen, wie ein laufbehinderter Mensch, der halt was abbekommen hat. Und das ist bei Bienen genauso. Die können nicht mehr so fit laufen, wenn die Varroa-Bisse abbekommen haben. Dann sind die auch dementsprechend nicht so langlebig. Und ich wundere mich ja schon die ganze Zeit, warum das Volk so klein ist. Na, wenn ich mir die Brut angucke, dann wird mir das schon klar, warum. Das Varroa-Problem können wir dann aber definitiv rausziehen im Frühling mit den ersten Drohnenwaben. Ich mache einfach mal so ein paar Zellen auf, wo mir sehr stark verdächtig vorkommen. Auf jeden Fall mal die hier. Aber ein Fehlalarm, weil hier ist ja gerade die Biene am Schlüpfen. Und dann sieht es auch aus wie aufgebissen. Die hier ist eingefallen. Hier ist aber auch gerade eine Schlupfrate. Ist okay, hier sind aufgebissene Zellen. Sieht aber gut aus. Hier wurde auch aufgenagt. Sieht aber auch gut aus. Auch okay. Also in vielen Fällen versteckt sich auch die Varroa einfach sehr gut, weil wenn die Bienen ausgeprägten Putztrieb haben, dann öffnen die nonstop die Zellen und schmeißen die Varroa-Milben raus. Wenn eine Varroa drin war, dann sieht man es aber am Varroa-Kot, wie ich ja vorhin schon erwähnte. Die sieht auch gut aus. Hier ist wieder Schlupf. Also dieses Öffnen der Zellen ist ultra wichtig, um Bienenvolk dauerhaft am Leben zu halten. Wie oft hat mir die Pinzette schon das Leben von meinen Bienen gerettet? Also hier muss ich jetzt Entwarnung geben. Ich bin mir ziemlich sicher, das Volk hat einen erhöhten Varroa-Belastung noch drin, aber ich habe tatsächlich jetzt hier im Real nichts gefunden. Ne, was eben nicht heißt, dass die nichts haben. Das Volk ist erstaunlich schwach geworden und wenn man mal ganz genau guckt, das Verhältnis stimmt hier nicht. Wir haben hier viel zu wenig Jungbienen, eine extrem hohe Brutfläche. Da kann man jetzt einfach schlussfolgern, okay, dass ein gewisser Anteil von Jungbienen einfach einen Abgang macht. Ne, Varroa-Schaden. Und schon wieder so eine Kameraunterbrechung. Ich war stehen geblieben mit, man kann schlussfolgern, dass dieses Bienenvolk einen Varroa-Schaden hatte, beziehungsweise immer noch hat, weil einfach das Verhältnis kippt. Ich sehe hier ganz viele Altbienen und im Verhältnis viel zu wenig Jungbienen. Und dann kann man eben schlussfolgern, dass die Jungbienen eben den Abgang machen durch Varroa-Schäden. Und das Bild zieht sich hier durchs ganze Volk durch, weil auch hier ist es so, dass das Verhältnis gekippelt ist. Ich sehe wieder relativ viele aufgebissene Zellen. Ich möchte es euch tatsächlich doch nochmal zeigen, weil vielleicht haben wir das Glück, jetzt auch wirklich einen Volltreffer zu erwischen, dass man das auch nochmal gesehen hat hier auf Band. Die Bienen da zur Seite. Also hier hat die Biene reingebissen und geguckt, was Sache ist. Hier ist es nämlich in einer anderen Wachsfarbe. Das passiert, wenn eine Biene nagt und die nächste wieder flickt. Genau solche Zellen gucken wir uns dann mal ganz genau an. Hier an der Seite auch. Hier zum Beispiel ist in der Mitte ein Pünktchen. Okay, aber auch hier tatsächlich kein Volltreffer.
Nee, ist egal, jetzt zeige ich das im nächsten Video. Wir wollen jetzt hier das nicht übertreiben mit der Kälte. Hier, es zieht sich durchs Volk durch, wie gesagt. Wo sind meine ganzen Jungbienen? Vergleicht mal die Bilder, ihr könnt ja vor- und zurücksetten zwischen den anderen Völkern und dem Volk hier. X viele Altbienen, Jungbienen nicht ausreichend da, obwohl Brutnest groß ist. Also für das kleine Volk ist das Brutnest groß. Und hier geht es gerade weiter. Ganz viele Alt, ganz wenig Jungbienen. Jetzt kann man natürlich sagen, ja Moment mal, das ist halt, weil die jetzt erst angefangen haben zu brüten. Nein, haben sie nicht. Die Bienen in Baden-Württemberg, also hier bei mir, die brüten hier schon seit einer recht langen Zeit durch. Ich hatte, wie ich ja in anderen Videos schon sagte, letztes Jahr im November meine Brutunterbrechung. Und im Dezember, also Ende Dezember, haben schon viele Bienen angefangen wieder zu bruten. Und manche Völker haben gar nicht erst aufgehört, weil die Temperaturen gar nicht runtergingen. Und andere Völker haben dann mal kurz im Januar, Februar kurzzeitig Pause gehabt und dann aber wieder fröhlich weitergebrütet. Und so halt eben auch dieses Bienenvolk. Hier habe ich jetzt nur abgeschnitten, weil tatsächlich wieder die Wabe krumm geworden ist. Und jetzt haben wir nochmal die letzte. Und das ist unser Bienenbrot hier. Futter und Bienenbrot. Soweit so gut mit dem Volk. Ist halt klein und jetzt nicht das Größte und auch belastet, aber machen wir uns überhaupt keine Sorgen. In 3 Wochen kann ich hier mit einem Schlag das ganze Bienenvolk sanieren. Ich warte im Grunde nur drauf, bis die starken Völker noch stärker werden. Und dann kann ich da einfach von jedem Volk 2 Brutwaben rausziehen und hier einfügen. Und dann ist das Thema gegessen. Und die Varroa, die bekomme ich hier mit einem Schlag raus, wenn das Volk größer wird, die Drohnen ansetzt und ich dann eben 2-3 Drohnenbrutschnitte machen kann. Dann haben wir die ganze Varroa eingekapselt in einer biologischen Falle. Und dann ist das Ding gegessen mit der Varroa-Geschichte. Zumindest wieder bis zum Spätjahr, wo dann wieder einfach die Varroa explodiert. Pollenwabe wäre eine Überlegung, die zu versetzen. Ne? Hier ist definitiv mal Bienenbrot drauf. Und ich würde sagen, sogar knapp ein Ticken mehr wie auf dieser Wabe. Jetzt gucken wir uns die nochmal ganz genau an. Ja, die lassen wir außen. Die setzen wir hier hin. Schieben das ganze Ding wieder zurück. Die Wabe dazu, die Wabe dazu. Die eine Futterwabe, wie gesagt, kommt nach Grünwettersbach rein. Und dann ganz wichtig hier bei dem System, wie bei jedem, mit Druck ranschieben Richtung Anschlag. Ne? Folie kann auch drauf bleiben, das ist soweit gut. Also diese Folien lasse ich 1 bis 2 Jahre auf den Bienen drauf, je nachdem halt wie verschmutzt die sind. Ich mag es sauber, nicht nur bei mir zu Hause, sondern auch im Hause der Bienen. Was wir hier jetzt machen ist, Verhalten war ja tipptopp, die Gesundheit war schlecht, die Entwicklung war schlecht, Honig war gut. Ne? Dass der Honig in dem Fall gut war, lag jetzt daran, dass das Volk halt krüppelt. Wenn das Volk normal ticken würde, hätten die definitiv mal mehr gefressen. Ne, mehr Bienen fressen auch mehr. Und jetzt gehen wir an den Vorgänger von diesem Modell, wo dann letzten Endes diese Einraumbeute raus entstanden ist, als Verbesserung zu dieser Kiste hier. Übrigens, also wer Interesse hat an diesen Homehive-Modellen, ich habe im Lager noch ganz viel von diesen alten Kisten, die ich nicht mehr benutze.
ursprünglich haben die 450 Euro gekostet. Und die sind jetzt halt schon etwas benutzter. Ups, da kam jetzt halt mal die Plane mit. Mittlerweile sind die etwas benutzter und deswegen gebe ich die gerade wirklich für ganz günstiges Geld raus. Die Kisten liegen so zwischen 50 bis 150 Euro. Smoker ist durch, hat man gerade gesehen. Füll mal den neu. Und die sind dann auch komplett für den Preis. Ne? Also ihr kriegt für 100, 150, mindestes Angebot 50. Eine komplette Homehive-Kiste. Man braucht eigentlich nur noch einen Stein dazu kaufen und vielleicht so ein paar Latten, um es zu arretieren. Verschicken tue ich den nicht, aber jeder Mensch, der das gesehen hat und Interesse dran hat, kann mich anrufen und einfach mit seinem Auto so eine Kiste dann abholen kommen. Bitte auf Termin. Ich denke, in meinen Handgriffen war es jetzt schon ersichtlich, dass generell die Einraumbeuten in vielen Imkergriffen nochmal einen Tacken schneller bearbeitet werden können, weil man eben keine Aufsitzsysteme hat und jedes Rähmchen letzten Endes genau identisch ist. Wieder selbe Spiel. Wir nehmen raus, um Platz zu schaffen. So eine Wabe hier können wir direkt mal abschneiden. Wachsgewinnung, Altwachs und die Biene soll lieber neu bauen, plus zudem an der Seite etwas verschimmelt. Klar kann die Biene auch sauber machen, aber wir wollen ja gesunde Bienenvölker, lasst sie bauen. Deswegen habe ich auch bei meinen Produktionskisten gesagt, es ist ganz wichtig, dass der Brutraum unten Naturwaben hat, damit die Bienen immer wieder ihren eigenen Brutraum basteln und bauen können. Und wenn dann im oberen Bereich die Mittelwände oder ausgebauten Waben zum Einsatz kommen, dann ist das für das Bienenvolk definitiv überhaupt nicht schädlich. Sogar eher produktiv und besser, weil ein Bienenvolk, wo auch für sich mehr Honig sammeln kann, ist halt im Schnitt gesünder wie ein Volk, wo eher hungert. Selbe Spiel hier, kann man abschneiden. Da sieht man jetzt auch wieder meine imkerlichen Verbesserungen, weil zum Beispiel habe ich angefangen mit diesen Oberträgern und aufgehört habe ich mit den verbesserten Oberträgern, die eine Bruchsicherung drin haben. Ich zeig's gleich. Also das alte Homehive-Modell, was ich hier gerade durchgucke, hatte das Problem, dass hin und wieder Waben abgebrochen sind. Nicht, weil die Biene das abbrechen lässt wegen einer vollen Füllung, sondern tatsächlich, weil man als Imker mal kurz einen falschen Griff macht und dann es einen Haarriss gibt, den man am Anfang nicht sieht. Und das Gewicht der Wabe zieht es dann runter und bricht ab. Deswegen habe ich dann diese Stäbe hier mitentwickelt, weil so ist die Wabe im Trapez eingeklemmt. Und selbst wenn es einen Haarriss geben sollte, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wenn sie runterrutschen will, dass sie immer noch hier eingeklemmt bleibt. Bis jetzt hat es relativ gut funktioniert und trotzdem wird das Modell hier bei mir nicht mehr weiterverwendet. Wir sehen auch gleich wieder die Verbesserung, also sprich, da haben wir ja nochmal einen Einraum Homehive mit dem neuesten Modell. Uah, eine rotzige Wabe. Heieiei, also die Wabe hier sieht nicht so toll aus. Ich kann aber hier nur geringfügig abschneiden, wegen dem Pollen drauf. Müssen wir sogar, weil ihr seht, das ist komplett krumm. Jetzt gucken wir natürlich die Seite an, wo die Bienen drauf sitzen. Aber ich mache jetzt Folgendes, ich schneide durch die Bienen durch und lediglich Bienen, die aus Versehen in der Sekunde in der Zelle drin stecken, die wird es erwischen. Wenn ihr das aber gescheit macht, dann habt ihr gar keine Biene verloren. Seht ihr? Also mein Schnitt jetzt hier hat keine einzige Biene das Leben gekostet. Das ist kein Nektar, das ist definitiv Zuckerwasser, wo bzw. Honig, wo verbessert war durch die Feuchtigkeit. Nektar gibt es nämlich in noch keinem Volk. Ach, Ticken zu kalt. Hier auch eine rotzige Wabe, die ich jetzt nicht rausnehmen kann.
Wow, schönes Brutnest. Und hier wieder Verhältnis wunderbar. Ja, das sind ja also fast schon ein Drittel alles Jungbienen. Königin auch an Bord. Will ich jetzt nicht schneiden. Kommt in 3 Wochen. Also hier kann man auch gleich was erklären. Wenn ihr Drohnenbrutschnitte macht, immer ein bisschen reinfühlen. Nicht einfach sagen, ah, ich sehe Drohnenbrut, jetzt schneide ich. Immer das Gesamtgefüge anschauen. Drohnenbrut braucht 24 Tage zum Schlupf nach der ersten Eierablage. Jetzt haben wir hier verschlossene Zellen. Die werden definitiv durchgehen. Ne? Also bei Tag 10 wird die Drohne verdeckelt. Wenn ich jetzt 10 plus 21 rechne, wo mein nächster Kontrolltermin ist, dann verliere ich hier ein bisschen Drohnen. Ist aber nicht schlimm, weil ich gewinne hier die ganze Ecke. Wenn man genauer guckt, ist hier alles schon mit Larven und Maden. Wenn ich jetzt einen Schnitt mache, ist es zu früh. Wenn ich in 21 Tagen einen Schnitt mache, habe ich hier die breite Masse an Drohnenbrut und somit auch von den Varroamilben in der Hand. Im Eimer wird Dampf geschmolzen, Varroa AD, Bienenwachs noch zusätzlich gewonnen. Wenn ich sie jetzt schneide, dann habe ich so wenig Drohnenbrut, so wenig Varroamilben gefangen, das bringt nichts. Ganz zu schweigen deshalb, weil in so kleinen Flächen von Drohnenbrut auch einfach vermutlich gar keine bis viel zu wenig Varroamilben drin sitzt. Und Löcher schneiden geht gar nicht. Die Biene kennt Löcher in der Natur nicht. Ein Loch in der Wabe bleibt immer Loch. Die Biene kann das nicht mehr kompensieren. Und dann bringt er die Wabe vielleicht zum Abstürzen. Also hier auch, ne, das Verhältnis. Ja, leider hatten wir jetzt schon wieder einen Abbruch. Ich wollte eigentlich nur sagen, hier das Verhältnis steht gerade bei 50-50. Also wir haben hier 50% Jungbienen im Vergleich zu 50% Altbienen. Jetzt zappt da mal ein paar Minuten zurück, wo ich an dem Krüppelvolk war und guckt euch mal in der Optik einfach nur die Unterschiede an. Ich zeige noch mit dem Finger drauf. Jungbiene, 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 Jungbiene. Achtung, jetzt kommen die Altbienen. Alt, 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 Altbiene, 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 Altbiene. Und ich mache auf jeden Fall, wenn die Temperatur besser ist, ein ganz schönes Video, wo man ganz genau nochmal die Unterschiede sieht zwischen Jung- und Altbienen. Futter ist hier sehr knapp, muss man echt sagen. Sehr knapp. Nicht gut. Wenn ich irgendwo jetzt ein Volk entdecke, im selben Lähmchenmaß, wo mehr Futter hat, dann ja, sollte man hier zufüttern mit Futterwaben. Und wenn man keine Futterwaben hat, dann bleibt nur noch der Zuckerteig übrig. Dann ist Sauerei mit dem Zuckerteig. Ich versuche das immer über Waben zu machen. Und das ist jetzt wieder eine Altwabe, die wir abschneiden können. Braucht das Bienenvolk nicht mehr. Block und schieben den nach vorne. Jetzt zählen wir mal durch. Das sind noch nicht mal 200 Gramm. Hier haben wir ein halbes Kilo. Das ist ein ganzes Kilo. Das ist auch ein Kilo. Okay, und wenn ich hier nochmal alles zusammenfasse, dann also auf 10 Kilo hier komme ich nicht. Ne? Sprich, wenn es nicht in den nächsten 5-6 Tagen hier im Nektarflow anfängt, dann bin ich in der Verantwortung, diesem Bienenvolk Futterreserven zur Verfügung zu stellen. Ich habe noch in anderen Grundstücken auch dieses Modell und wie es halt immer so läuft, das eine Volk hat mal mehr, das andere mal weniger. Und deswegen kann ich mit vielen Völkern immer ausgleichen.
Und das ist auch ein Tipp an alle Hobbyimker. Als Minimum immer 3 Völker halten. Mindestens. Alles andere ist Wahnsinn. Das fängt mit Vereinigung an und hört mit Futter hin und her schieben auf. Und zwischendrin gibt es 1000 andere Gründe, warum man wirklich eine Mindestanzahl von 3 Völkern halten sollte. Wenn es nach mir geht, würde ich ganz klar, und nehmt es mir bitte nicht übel für dieses radikale Denken, aber meine Erfahrungen die letzten 11 Jahre Berufsimkerei haben mich geprägt. Ich würde es verbieten, wenn Leute nur ein einziges Bienenvolk halten. Das ist grob verantwortungslos. Und auch wenn es schön ist, es ist Tierquälerei. Und irgendwann stirbt dieses eine Bienenvolk nur, weil man nicht noch ein zweites oder ein drittes Volk hat, um irgendwas auszugleichen. Dass wir in Deutschland generell einen Imkerschein haben sollten, das hat sich rumgesprochen. Das ist ja auch nicht so, dass jeder Mensch angeln gehen darf. Da braucht man nämlich auch Grundkenntnisse. Verhalten war gut, Gesundheit war gut, Entwicklung war gut. Und jetzt Achtung, Honig war minus. Die haben hier einfach zu viel gefressen. Lag natürlich an dem warmen Winter. Und trotzdem im Vergleich zu anderen Völkern muss man jetzt sagen, die haben nicht wirklich gut gewirtschaftet. Weil wirklich dick eingefüttert habe ich alle Völker. Da wird dann hier nochmal ersichtlich, dass das wirklich ganz wichtig ist, seine Volkstermine einzuhalten. Wenn man die Volkstermine mal irgendwie wochenlang verpennt, dann kann das relativ schnell zu abgestorbenen Bienenvölkern führen. Und gerade der letzte Brief von Zelle hat es auch nochmal ganz klar gezeigt. Dieses Jahr haben ganz viele Imker ihre Völker leider verhungern lassen. Die sind noch nicht mal an der Varroa gestorben. Einfach nur mal verrafft hat, Futterwaben reinzuhängen oder mit Zuckerteig dann zu arbeiten. Okay, jetzt gucken wir uns nochmal dieses schöne Einraum-Home-Hive an. Mal gucken, was die machen. Ja, da sieht's doch schon mal. Wow. Also da ist eine ganz andere Power drin wie in dem ersten Einraum-Home-Hive. Richtig gut. Schön. Schön voll besetzt. Die haben auch da oben schon rumgebastelt. Finde ich gar nicht gut. Bastelbienen liebe ich zwar, aber werden bei mir ausselektiert. Ich mag Bienen, die schön gerade Waben bauen, schnell Waben bauen, einen hohen Bautrieb haben, aber Bienen, die Bastler sind, das geht nicht. In der Natur stört es nicht. Wenn ihr mit Bienen arbeiten tut, dann stören Bastlerbienen. Und es liegt in unserer eigenen Handführung zu sagen, hey, ich wechsle die Königin aus und wechsle die Genetik aus. Wenn ihr das nicht tut, dann habt ihr irgendwann nur noch solche Baumeister, weil die vermehren sich ja auch und schicken ihre Drohnen in die Luft. Übrigens bei so einem Volk, wenn man es schon im Frühling so erkennt, das schließe ich schon mal vom Drohnenschlupf dann aus, weil bei solchen Völkern möchte ich nicht die Drohnen in der Luft haben, die dann wieder die nächsten Königin begatten. Sonst wird ja mein Ergebnis dann immer schlechter. Während Völker, die komplett schön gerade Waben bauen, die dürfen Drohnen ohne Ende schlüpfen lassen, damit es dann auch die gesamte Bienenpopulation verbessern tut. Upala, ich sag ja, heute fliegt mir alles runter. Die Wabe nehme ich deswegen raus, weil die hier verschimmelt ist. Und jetzt zeig jetzt für euch mal, was ich schon so alles gesehen habe mit meinem Coaching. Das da hier habe ich bei jedem zweiten Imker gesehen. Wohlgemerkt bei jedem zweiten Imker, der mit Naturwaben imkert. Weil mit Naturwaben zu imkern, das hat sich wohl noch nicht so ganz rumgesprochen, wie man damit umgehen sollte. Ich habe auch schon Imker erlebt, die behauptet haben, dass die Bienen gar nicht Waben bauen, sondern man die Mittelwände reingeben muss. Das Thema ist affig, aber ja, es gibt sowas und zeigt auch wieder hier, wir brauchen einen Imkerschein. Also so wie ich jetzt geschnitten habe, das ist Menschenlogik. So nach dem Motto, hey, da war was verschimmelt, ich möchte aber den Rest der Biene geben. Das geht nicht. Das ist das, was die Biene halt niemals reparieren kann. Und selbst wenn es repariert, gibt es nur so ein komplettes Gemurkse da drin, wo uns in der Arbeit dann stört. Jetzt korrigiere ich den Schnitt und zeige euch, wie man es richtig hätte machen müssen. Wir setzen tatsächlich hier an und führen wieder einen Bogen aus. Das ist dann okay.
Und jetzt setze ich noch eins drauf und sage, hey, Wachsgewinnung, weil die Wabe ist ja komplett leer und die Bienen sollen das neu basteln und ich will Bienenwachs. Von daher ist es so wunderbar gelaufen. Hier schöne Wabe, die aber hier etwas krumm geworden ist. Deswegen machen wir die hier auf Korrigationsschnitt. Haben wir hier wieder eine sehr schöne Wabe. Jetzt greifen mich die Tiere an. Dann reinrauchen. Übrigens könnt ihr bei dem Home Hive hier den Smoker auch dranhängen. Auch sehr praktisch. Super Wabe. Schön voll mit Futter. Hier auch. Wow, also die haben ja noch von allem genug. Genügend Futter auf jeden Fall schon mal. Und Verhältnis ganz wunderbar. Richtig gut. Super. Schönes Brutnest. Schön geschlossen auch. Auch hier, wow. Ja, so muss es aussehen. Schön, schön. Also es gibt übrigens so zwei Punkte, die ihr bei jedem Volkseingriff beachten müsst. Entweder ihr seht die Königin oder ihr seht Eier. Ganz wichtig. Eine goldene Regel. Einfach um zu wissen, dass das Volk auch wirklich weiselrichtig ist und nicht gerade ohne Königin dann irgendwann die Bieneneier legen lässt. Es gibt natürlich solche Umbruchsphasen, wo gerade eine junge Königin geschlüpft ist, die ihr vielleicht gar nicht schnell findet. Eine junge Königin zu finden ist, also gerade wenn sie unbegattet sind, ist wirklich eine Herausforderung teilweise, je nach Größe des Volks bezogen. Da haben wir sie, die gute. Für Honig muss noch mal ein paar Wochen kommen. Das dauert noch. Wir haben hier auch, ja, wunderbar. Und noch ein bisschen mehr Futter. Hi, gib mir gerade noch 2 Minuten, weil ich mache hier noch eine Aufnahme. Und jetzt haben wir hier wieder, also die Wabe bleibt und die Wabe bleibt auch. Allerdings sind sie auf der falschen Position. Die nehmen wir jetzt hier rüber und sagen, dass das hier unsere Erstwabe ist. Wir wollen nämlich die Bienen möglichst am Flugloch halten, dann haben sie nicht so lange Laufwege. Ihr seht, das Home Hive System ist genauso gebaut wie die Produktions Home Hive. Wir haben hier diese schräge Kante, wo wir eigentlich die Bienen, wenn wir es richtig machen, gar nicht erwischen können. Und man kann es auch relativ gut im Block einfach durchschieben. Das war die leere hier. Okay, die ist aber größer wie die andere. Jetzt kommt die hier. Jetzt machen wir den Trick, wo ich vorhin gemeint habe, mit den Bienen vereinzeln, dass sie nicht verklemmen. Dann setzen wir die Wabe vor, die Wabe. Und den Rest dran schieben. Die leeren Rähmchen rein. Anschieben, immer ganz, ganz wichtig. Folie drauf. Die haben volle Wert. Ja, also Verhalten war super, Gesundheit war gut, Entwicklung war gut, Honig war auch gut drin noch, haben sie gut gewirtschaftet. Nur das Windproblem. Ey. Wenn du magst, wär nicht übel. Wenn du willst, schneide ich dich dann raus, weil ich tue das alles bei YouTube hochladen. Danke dir. Ja, ist übrigens immer gut, wenn man in der Imkerei eine zweite, dritte, vierte Hand hat. Ich glaube, allein wäre mir jetzt andauernd die Folie weggeflogen. So, ich mache gerade noch meinen Abschlusssatz. Und zwar
Abonnieren nicht vergessen. Hey, das hilft uns. Das Geld, wo ich bei YouTube dann einnehmen werde, geht direkt in unser permabees.org Projekt. Und da wollen wir ja tatsächlich weltweit Permakulturen aufbauen. Das Projekt ist so angelegt, dass es auch letzten Endes über meine eigene Lebenszeit dann rausgeht. Guckt es euch an, permabees.org mit B-E-E-S, also Perma und dann das englische Wort Biene. Und was man auch noch sagen kann, genau in 21 Tagen, wie ich es ja vorhin schon erwähnte, wird der Bienenstand hier wieder angeschaut. Und Futterversorgung ist knapp bei hier ein paar Völkern. Nur, wenn es jetzt die nächsten 14 Tage nicht zum richtigen Flugwetter kommt, wo die Bienen Nektar einsammeln können, würde ich den Termin von 3 Wochen runterbrechen auf die nächsten 14 Tage. Weil die nächsten 14 Tage hat definitiv jedes Bienenvolk hier mehr als genug Honig. Ja, in dem Sinne, macht's gut, schöne Woche, tschüss.